So, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Hinter der Kamera mal wieder Alex, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir befinden uns gerade, es ist 2 Uhr nachts, wir befinden uns gerade vor einem verlassenen Stasi-Krankenhaus. Ich glaube tatsächlich, dass das erste Video über ein Krankenhaus auf unserem Kanal ist. Es sah bei Google Maps schon ziemlich groß und massiv aus. Es ist aus der ehemaligen DDR. Das bedeutet, es ist vermutlich schon 20, 30 Jahre verlassen. Ich weiß nicht, ob es noch nach der Wende weiterverwendet wurde eventuell. Ich gehe nicht davon aus, dass noch viel drin sein wird, wenn es schon jahrzehntelang verlassen ist. Wie es mit Wachschutz aussieht, keine Ahnung. Also ich kenne es normalerweise so von anderen Videos über Krankenhäuser, dass es eigentlich immer sehr gut bewacht ist, meistens auch videoüberwacht. Oft sogar Bewegungsmelder. Ich habe auch schon ein Video gesehen, wo jemand in Bewegungsmelder gelaufen ist und dann über Lautsprecher mit ihm kommuniziert wurde, dass er das Gelände verlassen soll. Also keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Es ist halt mitten in der Nacht. Und wir haben diesen riesen Vorteil, dass wir uns halt nachts in solche Gebäude trauen und dadurch meistens vom Wachschutz verschont bleiben, weil die nachts auch keinen Bock haben, da reinzugehen, beziehungsweise nur mit dem Auto mal kurz vorfahren und dann zum nächsten Objekt fahren, wenn überhaupt. Meistens ist nachts halt gar nichts unterwegs. Ja, und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt ungefähr einen halben Kilometer entfernt, damit man unser Auto auch nicht direkt davor sieht. Wir lernen also auch dazu. Und müssen jetzt, gehen jetzt direkt hin. Mal gucken, was uns erwartet. Ich würde sagen, let's go. Thank you.
So, wir sind durch. Was gibt es groß zu sagen? Es war unser erstes Krankenhaus. War auch natürlich für mich das erste Krankenhaus nach, wie lange war ich das jetzt schon? Über 3 Jahren, Urbexen. Aber wie schon erwartet, Interieur war halt keins mehr da. Es war komplett entkernt. Es war sehr zerstört. Ich finde aber auch, dass durch diese Zerstörung so ein Filmlook immer entsteht. Es ist, weiß nicht, wenn man so eine Location für einen Horrorfilm haben will, muss man eigentlich nur ein Gebäude mal so 1-2 Jahre offen stehen lassen und irgendwie schafft es dieser normale Decay und der Vandalismus von den Leuten daraus, so eine Filmkulisse zu machen. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach schade, dass das komplette Interieur weg war. Es gab da nicht mehr viel zu sehen, jede Etage war im Prinzip gleich. Krass war natürlich, dass man aufs Gelände raufgeht und erstmal einen fetten Generator die ganze Zeit hört mit einer übelsten Beleuchtung und irgendwelchen Containern für Arbeiter. Ich habe keine Ahnung, was diese Arbeiter auf diesem Gelände machen, denn das Gebäude sieht ja wie scheiße aus von innen und von außen. Würde mich echt mal interessieren, was die da jetzt, also es ist ja definitiv von Bauarbeitern, sind es solche Container gewesen. Keine Ahnung, wird wohl eine offene Frage bleiben. Ansonsten ist natürlich eine geile Atmosphäre nachts in so einem verlassenen Krankenhaus. Ich finde es auch, also es ist natürlich sehr angenehm, dass man sowas zu zweit macht. Alleine wäre es schon wieder sehr extrem gewesen. Zu zweit finde ich es dann wirklich sehr entspannend schon. Alleine ist fast jede Location nachts eine extreme Erfahrung. Allein vom Herzschlag her. Und man merkt es auch, wenn man dann fertig ist mit dem Videodreh, dass die komplette Haut so kalt ist, weil die einfach weil man so geschwitzt hat vor Aufregung, vor Angespanntheit, sage ich mal, vor Anspannung. Gibt es auch noch ein paar weitere Gebäude in der Nähe, ein paar Seitengebäude und auch noch ein altes Sanatorium. Da werden wir nochmal ein andermal wiederkommen. Das ist aber noch in der Ferne. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.